Dann bricht der Gesang ab und es setzt ein etwa 3 Minuten dauerndes Gitarrensolo ein. Es beginnt wie die Stimme verhalten, steigert sich langsam und wird dabei vom immer schneller werdenden Schlagzeug angetrieben, das bald in den Gitarrensound einen harten Rhythmus hineinhämmert, ihn wie mit einer Maschinengewehrgarbe vor sich hertreibt und in eine kreischende Tonfolge bringt, die sich mehrmals wiederholt, als wollte sie sich in einer Reihe von Zornesklippen einzementieren. Doch plötzlich bricht der Hardrock ab und der Song beginnt von vorne, geht denselben Weg noch einmal. Wieder die leisen Akkorde des Orgelintros, der zart einsetzende Gesang, die Steigerung der Stimme, dann der Instrumentalpart, beginnen mit dem Gitarrensolo, doch diesmal kürzer und schneller sich steigernd, gegen Ende Hilferufe und Schreie, die mit dem Heavy-Metal-Sound der Gitarren zu einem kakophonischen Wirbel verschmelzen, bis sich der Schlussakkord wie eine Soundbombe darüber legt und den Song, von dem noch ein paar verstreute Töne nachklingen, regelrecht erstickt. Wir haben an diesem Abend in dieser kleinen Mönchszelle, eingehüllt in Chitanrauch, Child in Time immer wieder gehört, mit einer Andächtigkeit, als wären wir in einem Hochamt und lauschten der neuesten Sakralmusik. Dass ich den von Ian Gillan ziemlich deutlich gesungenen Text kaum verstand, spielte keine Rolle. Nach 4 Jahren lateinischem Chorgesang war ich es gewohnt, die Texte nicht in ihrer inhaltlichen Bedeutung, sondern als Sound wahrzunehmen. Und das ist im Grunde bis heute so geblieben. Damals arbeiteten sich meine Haare gerade strähnenweise zu den Schultern voran. Aber was war das schon, gemessen an dem Umbruch, der sich in meinen Ohren abspielte? Vom gregorianischen Choral zur Rockmusik, das war immerhin ein Sprung von 1000 Jahren.